Kapitel 13. Die Schwäche der Sonne. Der nächste Morgen war inzwischen angebrochen und langsam wachten die Mitglieder der Gruppe auf. Einige wirkten besser gelaunt, andere weniger. Ich denke, die Zuordnungen sind recht offensichtlich. Es war bereits relativ spät, jedoch waren die meisten von uns, also alle außer Jason, relativ lang wach geblieben. Die meisten von uns erzählten Geschichten aus ihrer Vergangenheit und, so seltsam ich es selber finde, das zu sagen, wenn man mal die richtigen Gesprächsthemen findet, konnte selbst Era zumindest erträglich sein. Zwar waren ihre Erzählungen weder offenherzig, noch zeigten sie viel über ihre Vergangenheit, aber zumindest waren einige von ihnen relativ unterhaltsam. Oft bestanden die Erzählungen zwar zu großen Teilen daraus, dass sie sich über irgendwelche uns unbekannten Tiere lustig machte, aber zumindest als Unbetroffener konnte es auch relativ unterhaltsam sein. Gerade neben Miras doch eher düsteren Geschichten. Vin erzählte uns hauptsächlich von seinen großen Träumen und wie er auch hoffte, dass unser Erfolg ihm dabei helfen würde. Dass er relativ gern eine ziemliche Show abzog, wussten ja zumindest bereits ich und eben Jason und Rondo, die beide nicht anwesend waren. Nun aber erzählte er auch, dass es tatsächlich sein großer Traum sei, eine Art eigene Show fortzuführen, bei der er mit seinen Elementarkräften Tricks zeigte. Vin, der grazilste Fettkloß des Nordens, hatte Mira es treffend beschrieben und ob man es glaubt oder nicht, Vin meinte, dass er überlegen würde, tatsächlich diesen Namen für seine Show zu wählen. Also, ich würde allein für den Namen zugucken. Es dauerte auf jeden Fall nicht lange, bis am Himmel zwei Flugobjekte sichtbar wurden. Eines bekannter, eines deutlich größer und unbekannt. Nur Momente später landete Rondo in unserer Mitte, gemeinsam mit einem großen Vogel. Ich hoffe, ihr habt eure Zeit gut genutzt. Es wird nämlich die einzig größere Pause bleiben. Aber die 2 Stunden, die ich euch noch versprochen habe, rasten wir noch. Macht euch idealerweise schon einmal mit eurer neuen Mitstreiterin bekannt. Bei dieser kleinen Vorstellungsrunde war die Gruppe wieder komplett vollzählig. Ein weiteres Mal stellte jeder von uns sich vor, mal ausführlicher, mal weniger. Ich war wirklich gespannt, wie sich unsere neue Mitstreiterin geben würde. Nach Era war klar, dass bereits der erste Eindruck wichtig war. Also, mein Name ist Phönix. Ich weiß nicht, ob ihr meine Spezies kennt, ich bin ein Adler. Rondo hat eine ziemliche Geschichte in meiner Familie, deswegen bin ich hier. Eine wichtige Frage brannte uns allen unter den Nägeln doch. Jason war der Erste, der sie stellte. Und wie stehst du zu Menschen? Wir haben da bereits ziemlich gemischte Meinungen in unseren Reihen. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, ob es wirklich eine so tolle Frage war. Gerade da es wirklich oft genug Streit über dieses Thema gab, aber genau deswegen muss ich auch sagen, gefiel mir Phönix' Einstellung relativ gut. Ehrlich gesagt, ich habe so ziemlich mein ganzes Leben oben auf dem Berg verbracht, nur manchmal hier am Fuß des Berges. Ich habe mir einen Menschen getroffen und möchte ehrlich gesagt nicht nur nach Erzählungen gehen, deswegen bin ich eigentlich neutral, was sie angeht. Eine weitere Einstellung gegenüber Menschen, die uns in unseren Reihen noch fehlte, doch zumindest in meinen Augen eine sehr willkommene. Im Prinzip fand ich eine breite Meinung immer sehr gut, bloß Era geht einfach schwer noch als Meinung und nicht als Propaganda durch. Alles in allem verlief diese kleine Vorstellungsrunde also tatsächlich relativ gut. Vor unserer Begegnung mit Era hatte ich mich noch gefürchtet. Gefürchtet, dass ein Wesen, welches die Gruppe nicht zusammenschweißen könnte, das Ende unserer Reise bedeuten könnte. Und auf keinen Fall traf Era auf diese Beschreibung zu. Und nachdem dann noch so schreckliche Dinge geschahen, war ich so kurz davor, es alles hinzuschmeißen und meinen eigenen Weg zu gehen, aber trotz all der Zwischenfälle war ich nun hier. Und diese Begegnung mit Phönix war für mich ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die Dinge sich endlich bessern würden. Das Schlimmste war überstanden. Meine Hoffnung war nicht nur wiedergekehrt, sie war sogar mächtiger als je zuvor. Scheitern
Es wirkte einfach nicht mehr möglich. Keine Hürde könnte größer werden als die Dämonen, die ich bereits aus mir vertrieben hatte. Und so ging die Reise schon sehr bald weiter. Rondo wusste natürlich auch schon wieder genau, wohin wir uns nun begeben mussten. Also, wollt ihr erst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Natürlich würde jedes normale Wesen zuerst einmal die schlechte Nachricht hören wollen, da sind wir uns wohl alle einig. Aber Era antwortete am schnellsten und normal war bei ihr nichts. Die gute. Also, was gibt's? Unsere nächsten Begleiter treffen wir noch heute, wenn wir uns beeilen. Es sind nur ein paar Kilometer, bis wir überraschenderweise an einen Wald geraten. Ja, sehr abwechslungsreich mal wieder. Und die schlechte Nachricht. Tatsächlich stellte sich sogar dies als positive Überraschung heraus. Es gibt keine. Ich habe die Frage eigentlich eher aus Gewohnheit gestellt. Es gibt sonst so selten gute Nachrichten ohne eine schlechte. Ich denke, es ist klar, dass nicht einmal Era sich über diese Gelegenheit beschweren würde. Und so machten wir uns auf. Mal wieder Mira und ich an der Spitze der Gruppe. Es geht nach Nordwest. Dort treffen wir bald auf einen Nadelwald. In seinem Zentrum müssten wir den Windelementar treffen. Also Rubin, führe uns an. Wie immer. Wenn alles gut lief, würde uns noch am selben Abend nur ein einziger Begleiter fehlen und dieser lebte laut Rondos bisherigen Aussagen auch auf diesem Kontinent. Die Reise war tatsächlich schon beinahe zu Ende. Die eigentliche Reise verlief dieses Mal einige Zeit lang problemlos. Ich bemerkte, dass hinter uns Vin versuchte, Jason aufzuheitern, der irgendwie niedergeschlagen wirkte. Und Era war davon genervt. Rondo schwebte wieder eher in der Nähe von meiner Partnerin und mir. Und diesmal auch Phoenix, die mit uns an der Spitze lief. Auch wenn ich mich jetzt ehrlich gesagt fragte, weshalb sie überhaupt lief, wo sie eben, ein Adler war. Als ich sie darauf ansprach, kam die Antwort kurz und in meinen Augen auch nicht wirklich sinnvoll, aber letztlich ist wohl ihre Sache. Ich bin fast immer auf dem Berg, da kann ich nicht viel anderes als fliegen. Es ist eine schöne Abwechslung, endlich mal meine Füße auf festem Boden zu haben. Im Prinzip war das auch die einzige Frage, die ich an sie stellte. Ein oder zwei unwichtigere Dinge. Eher Smalltalk-mäßig kam noch von Mira, aber hauptsächlich war es Phoenix, die uns und vor allem mich ausfragte. Also, Rondo sagte ja, dass du die Gruppe auf den Reisen führst. Rubin hieß du, richtig? Ich nickte. Wieso macht er das nicht selber? Er kann fliegen, kennt die Richtung und ist doch eine Art Gottheit, oder nicht? Weshalb lässt er so einen Wolf die Gruppe führen? Das musst du wirklich nicht mich fragen. Ich verstehe nicht einmal, weshalb er mich nicht hasst. Rondo muss man nicht verstehen, aber ich werde auch nicht einfach Nein sagen. Der Angesprochene selber schwebte immer noch Meter hinter uns und obwohl er uns eindeutig zugehört hatte, schien er sich nicht zu einer Antwort verpflichtet zu fühlen. Dementsprechend blieb uns nicht wirklich etwas, als einfach weiterzureden und das Thema hinter uns zu lassen. Ich verstehe. Diese Art von Geheimhaltung passt wohl irgendwie auch zu einem Gott, nicht? Und tut mir leid, wenn die Frage vielleicht irgendwie unangebracht ist, aber wie steht ihr beiden eigentlich zueinander? Ich meine, ich bin erst seit ein paar Stunden hier, aber ihr beiden wart in der ganzen Zeit nicht eine Minute auseinander. Ehrlich gesagt wusste ich nicht wirklich, was ich dazu sagen sollte, aber Mira selber hatte eine Antwort, die meine Gedanken ganz gut zusammenfasste. Es ist in den letzten Tagen einiges passiert, was uns beide ziemlich zusammengebracht hat. Wir kennen uns erst seit ein paar Wochen. Deswegen ist es für uns, glaube ich, auch etwas schwer, jetzt schon so viel über unsere Beziehung zu sagen, aber im Moment stehen wir uns auf jeden Fall sehr nah. Es gab für mich nichts wirklich zu ergänzen. Deswegen beließ ich es bei einem kurzen Nicken. Na komm, du brauchst doch nicht gleich so schüchtern zu werden. Was soll ich denn noch ergänzen? Du hast doch schon alles gesagt.
Nicht nur Mira, sondern auch Phönix wirkten recht amüsiert. Jetzt hab dich nicht so, ich mach doch nur Spaß. Ehrlich gesagt wusste ich wieder nicht, wie ich reagieren sollte. Die Situation war für mich doch etwas unangenehm, auch wenn ich selber wusste, dass es nicht böse gemeint war. Doch bevor ich überhaupt die Chance hatte, irgendetwas zu sagen, unterbrach uns ein unheimliches Ereignis. Nach all den privaten Problemen und danach Erfolgen hatte ich den eigentlichen Grund unserer Reise schon beinahe vergessen, bis es geschah. Wie aus dem Nichts drängten zwei Druckwellen uns zurück. Sie waren warm, aber nicht so heiß wie der Sonnensturm. Beide von ihnen kamen direkt in Folge. Und Sekunden später wurde auf einmal alles um uns herum dunkel. Nicht der kleinste Funke erhellte die Umgebung. Zumindest nicht, bis ich selber eine kleine Flamme erzeugte. Was ist los? Sind alle von euch in Ordnung? Ich hörte leise Antworten etwas hinter uns, offensichtlich von Jason, Vin und Era. Rondo hörte ich auch, zumindest vermutete ich, dass das Geräusch in meinem Kopf von ihm ausging. Doch es war ein hallender Schrei. Einige Sekunden später kehrte das Licht zurück. Die Sonne erstrahlte wieder normal am Himmel, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass sie uns etwas weniger Licht spendete als zuvor. Nun, wo ich meine Flammen auflösen und wieder jeden sehen konnte, sah ich den teils schwarzen, teils regenbogenfarbenen Schmetterling regungslos am Boden liegen. Rondo? Was ist mit ihm? Können wir irgendetwas tun? Nur Sekunden später verschwand er einfach auf der Stelle. Als ich jedoch aufsah, schwebte er dort wieder. Mir geht es okay. Aber die Sonne leidet Schmerzen wie nie zuvor. Wir hatten bereits einen Sonnensturm. Nun ist sie für Sekunden erloschen. In spätestens einem Monat wird sie sterben. Ich fühle es. Entweder jetzt oder nie. Wir brauchen Dornamut. So sehr ich es hasse. Wir brauchen wen? Vin sprach so ziemlich die Gedanken aus, die auch ich hatte, aber tatsächlich schien Jason Bescheid zu wissen. Ich habe schon von ihm gehört, er ist... Wir haben keine Zeit für derartiges Geschwätz. Heute Abend am Lager werde ich euch etwas über ihn erzählen, aber jetzt müssen wir reisen. Dringender als je zuvor. Einerseits wollte ich Bescheid wissen, über was auch immer Dornamut bedeuten sollte, doch ich verstand Rondo vollkommen. Gerade da er offensichtlich selber unter dem Leid der Sonne litt. Also reisten wir weiter, unsere Schritte nun noch etwas schneller. Zumindest bis uns auffiel, dass anscheinend tatsächlich Rondo Schwierigkeiten hatte, mit uns mitzuhalten. Wenn du dich beeilen willst, dann halt dich ran. Es ergibt wenig Sinn, wenn wir dann auf dich warten müssen, nicht? Natürlich war dies nicht gerade die freundlichste Weise, ihm das mitzuteilen, aber ehrlich gesagt musste ich schon irgendwo zustimmen. Sonst hatte Rondo nie mit Probleme gehabt, mit uns Schritt zu halten. Und gerade jetzt trödelte er so. Wir warteten, bis er uns eingeholt hatte. Wenn du noch von dem Sonnenausfall geschwächt bist, dann kann ich dich auch tragen. Du bist immerhin nicht schwer. Ohne auf eine Antwort zu warten, nahm ich ihn auf meine Pfote. Nur um sofort wieder abzulassen. Idiot! Du verstehst es nicht! Meine Pfote schmerzte, beinahe als hätte ich sie mir verbrannt, aber als Feuerelementar war das ja eindeutig unmöglich. Nicht? Wie kannst du so glühen, dass meine Pfote verbrennt? Jetzt ist mein Element. Erstens ist das Feuer dein Element. Und zweitens würdest du deswegen auch nicht in die Sonne fassen, nicht? Ihr versteht nicht, wer und wie ich bin. Es geht einfach nicht schneller dazu. Fehlt mir die Kraft. Und warum ihr mich nicht tragen könnt, hat Rubin eindrucksvoll bewiesen. Morgen geht es hoffentlich besser, aber heute werden wir es nicht mehr in den Wald schaffen. So wenig ich das mag. Der Tag zeigt uns wieder einmal, wofür wir wirklich kämpften. Beide Schmerzen der Sonne hatten bereits jemanden verwundet, der mir nahe stand. So seltsam es bei Rondo auch klingen mochte. Und ich wusste, beim nächsten Zwischenfall
würden wir deutlich weniger glimpflich davonkommen.